Schönen guten Morgen. Und ja, ich habe hier heute einen besonderen Ausblick, nicht nur auf euch, sondern auch auf einen reich gedeckten Tisch. Und da findet sich ganz viel Verschiedenes, vor allem verschiedenes Brot. Und Brot ist ja wirklich was ganz Wunderbares. Ich weiß nicht, wer von euch liebt Brot, so vielleicht dick mit Butter bestrichen und einer Prise Salz oder irgendwas anderem, ist schon lecker, ne? Und wir Deutschen sind ja auch wirklich bekannt für unsere Brotkultur. Und ich habe mal geguckt, wie sollte es anders sein? Es gibt, in Deutschland ist ja alles irgendwie geregelt, aber es gibt auch ein deutsches Brotinstitut. Und auf der Webseite von diesem Brotinstitut, da kann man allerlei interessante Daten und Fakten zum Thema finden. Zum Beispiel wurden im Jahr 2018 von jedem Deutschen pro Kopf 21,2 Kilo Brot erworben. Also könnt ihr mal überlegen, ob ihr da so im Durchschnitt seid, drunter oder drüber liegt. Und dann gibt es nicht nur ein deutsches Brotinstitut, sondern auch ein deutsches Brotregister. Und in diesem Register, da sind über 3000 verschiedene Brotsorten verzeichnet. Und man geht aber davon aus, dass es wahrscheinlich noch weit mehr als diese 3000 Brotsorten in Deutschland gibt. Und das liebste Brot der Deutschen, das sind Mischbrote, also Brote auf Basis von Weizen- und Roggenmehlen und dann gefolgt von Toastbrot, was ich persönlich jetzt nicht so lecker finde, aber ist auf Platz 2. Also, Brot ist in Deutschland eine große Sache, aber nicht nur, sondern in fast allen Kulturen der Welt spielt Brot eine große Rolle und es hat auch zu Jesu-Zeiten eine große Rolle gespielt. Und wir wollen heute, wie die Lissi schon gesagt hat, in die vierte Bitte des Vaterunsers schauen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir wollen schauen, was diese Bitte uns lehrt und ob es eben mehr heißt, als dass wir einfach um unsere Frühstücksbrötchen auf dem morgendlichen Tisch beten. Unser tägliches Brot gib uns heute, damit sind wir auch im Zentrum, also in der Mitte des Vaterunsers angelangt. Und es ist das erste Mal, dass es um uns geht. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn wir jetzt heute in diese eine Bitte eintauchen, dass wir uns nochmal den Kontext bewusst machen. Denn bevor wir um unser tägliches Brot bitten, da haben wir erstmal vertrauensvoll unseren Vater im Himmel, den Abba-Vater, angesprochen. Und wir haben seinen Namen, sein Reich, seinen Willen ins Zentrum gestellt. Wir haben also sozusagen die Verhältnisse geklärt. Und wir haben uns seiner Autorität auch unterstellt, so wie das auch Jesus beständig getan hat. Und mit diesem Wissen oder auch der Haltung, dass es nicht zuallererst um uns und unsere Wunschliste geht, die wir so bei Gott einreichen, können wir jetzt eben auch schauen, was es heißt, dass wir um unser tägliches Brot bitten dürfen. Und bei der Vorbereitung sind mir drei verschiedene Punkte wichtig geworden, die ich heute mit euch teilen will und wo ich euch jetzt mit hineinnehmen möchte. Das erste ist, dass wir Gott um unsere tägliche Versorgung bitten dürfen und dass wir ihm unsere Anliegen bringen können. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen banal, aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir Gott wirklich unsere täglichen Bedürfnisse bringen dürfen, weil er sich für unseren Alltag interessiert. Und trotzdem stellt sich vielleicht nochmal die Frage, warum wir denn überhaupt bitten müssen, denn ganz am Anfang, kurz bevor das Vaterunser sozusagen startet, da heißt es, dass Gott eigentlich weiß, was wir brauchen und zwar schon bevor wir ihn darum bitten. Also ist es dann nicht eigentlich überflüssig, weiß es Gott nicht ohnehin? Und ich glaube, dass es verschiedene Gründe gibt, warum es total sinnvoll ist, dass wir Gott bitten dürfen. Und zwar drücken wir damit unsere Beziehung zu ihm aus. So wie das auch in jeder gesunden menschlichen Beziehung dazugehört, dass wir unsere Bedürfnisse mit dem anderen teilen. Und es wäre ja irgendwie komisch, wenn wir da eine Beziehung hätten, wo die eine Partei sich nicht traut oder aus welchen Gründen auch immer nicht über das spricht, was in ihr ist und was sie braucht. Und ich glaube, wenn wir Gott unsere Bedürfnisse mitteilen, dann zeigt es einfach diese Vertrautheit, die wir mit ihm haben dürfen und dass er Teil unseres Lebens ist. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied zu vielen anderen Religionen. Weil in eigentlich allen Religionen wird irgendwie gebetet, aber wir müssen Gott nicht
mit unseren Gebeten irgendwie zufriedenstellen oder da bestimmte Formeln oder sowas haben, sondern wir können ihm wirklich alles sagen. Es gibt nichts, was zu unwichtig ist für ihn. Und ich glaube auch, dass das, was uns wichtig ist, ein Stück weit auch ihm wichtig ist, einfach weil er uns liebt. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und vielleicht merkst, ja, so ganz traue ich mich eigentlich nicht, mit Gott über alles zu sprechen, dann kannst du vielleicht einfach mal auch überlegen, woran das liegt oder woher das auch kommt, dass du bestimmte Dinge nicht mit ihm teilst. In der Bibel werden wir auf jeden Fall immer wieder aufgefordert, dass wir ihm wirklich alle unsere Anliegen bringen können. Zum Beispiel in Philipper 4 steht, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also in jeder Lage dürfen wir all unsere Anliegen bringen. Und hier in diesem Vers ist auch gleich noch eine Folge beschrieben, dass nämlich nicht nur Gott unsere Gebete erhört, sondern dass wir auch von seinem Frieden erfüllt werden. Und ich glaube, dass es uns was mit uns macht, dass es uns verändert, wenn wir mit Gott in diesem Austausch sind, weil eben diese Begegnung mit ihm uns dann Frieden oder was auch immer schenkt. Und wenn wir Gott bitten, machen wir uns dann auch verletzlich, indem wir zugeben, bedürftig zu sein und dass wir von ihm abhängig sind. Wir geben uns vertrauensvoll in Gottes Hände und glauben, dass er für uns sorgen kann und trauen ihm alles zu. Das heißt, wir müssen nicht selber für die Erfüllung unserer Bedürfnisse sorgen. Also, wir dürfen Gott bitten und ihm unsere Bedürfnisse bringen, aber die Frage ist, worum? Und hier finden wir eigentlich eine sehr interessante Formulierung im Vaterunser, weil es hätte ja eigentlich auch gereicht zu sagen, unser tägliches Brot gib uns oder auch unser Brot gib uns heute. Aber wir haben hier diese Doppelung, die uns vielleicht gar nicht mehr so auffällt, weil uns das Vaterunser so vertraut ist, aber es ist ein bisschen komisch. Für uns mag es komisch sein oder auch nicht, die Jünger damals oder auch die Leute, die Jesus zugehört haben, die sind ziemlich sicher an eine andere Geschichte erinnert worden, nämlich an die Geschichte, wie ihre Vorfahren in der Wüste von Gott versorgt wurden, mit Manna, mit dem Brot vom Himmel. Und das steht in 2. Mose, diese Geschichte, wie Gott ihnen da ihr tägliches Brot gab. Und da heißt es, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es auf die Probe stelle, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Also auch hier haben wir diese Doppelung. Das finde ich irgendwie interessant. Und eben die Jünger haben sofort sich dann daran erinnert und haben sich damit auch daran erinnert, wer ihre Quelle der Versorgung ist. Und ich glaube, dass diese Bitte im Vaterunser auch auf Gott als unseren Versorger, als unsere Quelle hinweist. Und weil er eben unsere Quelle ist, dürfen wir ihn bitten und wenden wir uns auch an ihn. Und wenn wir ehrlich sind, suchen wir auch ja immer mal wieder Versorgung aus irgendwelchen anderen Quellen. Vielleicht ist es ein ungesundes Streben nach Materiellem, weil wir uns irgendwie nur dann sicher fühlen, wenn wir da was haben. Vielleicht ist es aber auch eher die Versorgung, die unser Inneres betrifft und wo wir irgendwie so eine Sehnsucht haben, die eigentlich nur Gott stillen kann, aber wir versuchen es immer wieder, sie doch irgendwie anders zu stellen. Sei es durch Essen, durch die Ablenkung mit Medien, durch Alkohol, durch Sex, durch Arbeit oder durch was auch immer es da geben kann. Und ich glaube, es ist auch gut, sich immer mal wieder so zu hinterfragen oder sich so bewusst zu machen, wo sind so meine falschen Versorgungsquellen, wo ich so schnell irgendwie hingreifen oder hinrennen will und wo ich mich aber eigentlich stattdessen als Gott, als die Quelle der Versorgung wenden kann. Und dann drückt dieses unser tägliches Brot gib uns heute eben auch aus, dass wir nicht um unser wöchentliches oder um unser jährliches Brot bitten.
Es drückt wieder unsere Abhängigkeit aus. Und es geht eben nicht so darum, dass wir sammeln und anhäufen. Das wäre jetzt so die Eichhörnchen-Methode für den Winter. Man rafft so zusammen und dann hat man für eine Weile und muss dann nicht mehr kommunizieren, man muss nicht mehr mit Gott irgendwie reden, sondern wir machen uns täglich bewusst, dass er unsere Versorgung ist und nichts anderes. Zurück nochmal zu der Versorgung der Israeliten in der Wüste. Da heißt es in 2. Mose 16 weiter, und so geschah es dann auch. Am Abend zogen Wachteln heran und bedeckten das ganze Lager. Am nächsten Morgen lag eine Tauschicht rings um das Lager, und als der Tau verdunstet war, kamen auf dem Wüstenboden hauchzarte, körnige Gebilde zum Vorschein, so fein wie raureif. Als die Israeliten sie entdeckten, fragten sie einander, was ist das denn? Sie konnten sich nicht erklären, was es damit auf sich hatte. Mose gab ihnen zur Antwort, das ist das Brot, das euch der Herr zum Essen gegeben hat. Der Herr befiehlt euch, sammelt davon so viel, dass jeder von euch genug zu essen hat. Pro Person, die in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Krug voll nehmen. Die Israeliten wurden damals also mit etwas versorgt, was sie gar nicht kannten. Weil als sie es aufgesammelt haben, haben sie erstmal gefragt, was ist das? Und ich glaube, dass Gottes Versorgung für uns manchmal auch so ist, dass wir uns eigentlich Schnitzel mit Pommes gewünscht hätten und dann kommt da irgendwie so seine Versorgung und wir sagen erstmal, hä? Und uns wird manchmal erst im Rückblick oder auf den zweiten Blick deutlich, wie perfekt und wie wunderbar Gottes Versorgung eigentlich ist. Und als ich mir jetzt diese Stellen, wo es um das Manna und die Israeliten in der Wüste geht, nochmal genauer angeschaut habe, da ist mir noch was anderes Interessantes aufgefallen. Weil bisher hatte ich immer die Vorstellung, dass das Manna so wie so leckere kleine Brötchen vom Himmel war, die da so runtergeregnet sind, oder so orientalische Naschereien, was man da so vielleicht kennt. Und dass es zwar die Israeliten nicht kannten, aber dass sie es trotzdem einfach direkt essen konnten. In 4. Mose wird aber das Manna nochmal genauer beschrieben. Und da steht, das Manna bestand aus kleinen Körnern, ähnlich dem Koriandersamen, und sah aus wie Bedolachharz. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie Bedolachharz aussieht. Morgens gingen die Leute hinaus und sammelten es ein. Sie zerrieben es in der Handmühle oder zerstießen es im Mörser. Dann kochten sie es im Topf oder backten Brotfladen daraus, die wie Ölkuchen schmeckten. Also man musste dieses Manna offensichtlich erst noch weiter verarbeiten, bis man es essen konnte. Es war jetzt kein Fertiggericht vom Himmel, so ein Heavenly Lieferando, was kam und irgendwie direkt da war, sondern Gott hat den Samen gegeben und die Israeliten mussten dann noch eine Mahlzeit draus machen. Und ich denke auch, dass es bei Gottes Versorgung für uns manchmal so ist, dass wir erst noch mit dem weiterarbeiten dürfen und müssen. Von daher, Gott hört gerne von uns und unseren Bedürfnissen. Aber nicht immer sieht die Versorgung direkt so aus, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Und manchmal fragen wir uns erst, was ist das? Oder müssen auch noch ein bisschen Arbeit reinstecken, bevor wir dann entdecken können, wie gut es ist. Und ich wollte an dieser Stelle mit euch teilen, wie ich Gottes Versorgung in diesem Jahr wirklich wunderbar erlebt habe. Und gleichzeitig war es aber auch nicht so, wie ich mir das immer so in meinem Drehbuch, wie das optimalerweise hätte aussehen sollen, dass es so war. Und es geht dabei um den Umzug von meiner Mutter von München nach Stuttgart hier in ein Altenheim und dann die darauf folgende Entrümpelung und Vermietung der Wohnung. Und ich weiß, ich habe davon schon das ein oder andere Mal hier erzählt, aber es ist für mich einfach wirklich ein wunderbares Erlebnis davon, wie Gott mich versorgt hat. Und ich habe auch tatsächlich Wochen und Monate lang dafür gebetet. Ich habe für größere Gebetsanliegen auch so ein Buch, wo ich das immer mal wieder aufschreibe. Und es stand da wirklich Woche um Woche dieses Umzug nach München, nach Stuttgart und dieses Thema drauf. Der Ausgangspunkt war, dass ich schon Anfang des Jahres wusste, am 8.4. zieht meine Mama erstmal in ein vorläufiges Zimmer hier in Altenheim. Und sobald sie dann ein finales Zimmer hat, kann ich auch die Wohnung in München auflösen. Ich muss sie irgendwie entrümpeln, gegebenenfalls renovieren und dann eben auch vermieten nach Möglichkeit zum 1.8. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war das am 1.1. am Anfang des Jahres
ja, wirklich wie ein Berg vor mir. Ich hatte sowas noch nie gemacht und ich hatte da ganz, ganz viele Fragen und Herausforderungen, die mich einfach beschäftigt und auch wirklich besorgt teilweise haben. Und wenn es jetzt nach mir gegangen wäre, dann hätte Gottes Versorgung so ausgesehen, dass er mir am 1.1. seinen Versorgungsplan präsentiert, wo er mir dann einfach so genau aufzeigt, dann wird das passieren und da brauchst du dir auch keine Sorgen machen und da wird die Person kommen und da wird das sein und ich hätte es genau gewusst. Aber wie ihr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung auch wisst, so läuft es halt leider nicht, weil dann hätte ich ja jetzt auch in diesem Bild gesprochen, nicht für mein tägliches Brot gebeten, sondern für mein halbjährliches oder in dem Fall sogar überhalbjährliches Brot, nämlich ja einfach für das Ganze. Und nee, ich musste eben über Wochen immer wieder in dieser Abhängigkeit bleiben und Gott meine Bedürfnisse hinlegen. Und nach hat sich dann alles wunderbar gefügt. Und ich könnte hier ganz viel Verschiedenes erzählen. Ich habe wirklich eine ganze Liste von Sachen, die da passiert sind, aber ich will einfach ein paar Schlaglichter nur geben. Das erste war, dass meine Mutter direkt am 8.4. ihr finales Zimmer schon bekommen hat und somit konnte ich vieles dann in der Folge viel besser planen. Das zweite ist, dass ich einfach erlebt habe, dass ich die richtige Hilfe zur richtigen Zeit bekommen habe. Und natürlich hat auch dazu gehört, dass ich auf Menschen zugegangen bin und sie auch um Hilfe gebeten habe und sie dann freundlicherweise gesagt haben, ja, wir kommen und unterstützen gerne. Aber manchmal ist mir Hilfe einfach auch zuteil geworden. Also ich wusste gar nicht, was ich brauche und ich habe was bekommen. Und ein Beispiel war, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Sprinter gebraucht habe, um Möbel von München hier nach Stuttgart zu bringen. Und ich hatte schon ein paar Mal im Internet recherchiert, wie ich da welchen Sprinter wie buche und es war noch ein bisschen komplizierter, weil auch nicht ich gefahren bin, sondern jemand anderes. Und ich wollte dann an einem Nachmittag endlich diesen Sprinter buchen und habe dann da wieder eine halbe, dreiviertel Stunde gesessen und irgendwie so im letzten Buchungsschritt hat irgendwas nicht gepasst und ich habe es dann wieder doch sein gelassen. Und wir hatten an dem Abend Herzschlagabend in der Gemeinde und ich weiß noch genau, ich bin dann hingeradelt und habe mir noch auf dem Weg gedacht, ach, das ist jetzt auch wieder irgendwie so eine Zeitverschwendung, da eine Dreiviertelstunde und wieder eigentlich der Sprinter ist nicht gebucht. Und an dem Abend kommt der Benedikt auf mich zu, der mir eine Woche vorher Spanngurte für den Sprinter geliehen hatte und hat gefragt, ja sag mal, hast du denn eigentlich auch einen Sprinter? Und ich habe gemeint, ja nee, den wollte ich gerade buchen, aber das habe ich jetzt noch nicht. Hat er gemeint, ja, ich habe einen Freund und da könnt ihr den Sprinter kostenlos von dem bekommen, müsst nur das Benzin bezahlen. Und solche Dinge, die hätte ich mir ja nicht ausmalen können und Gott hat sie einfach getan. Oder auch, als ich dann in München war mit einer Freundin zusammen und wir hatten 3 Tage, wo wir wesentlich das voranbringen wollten, diese Entrümpelung der Wohnung. Und natürlich hatte ich Gedanken und Ideen, aber es waren dann so viele Sachen, die echt spontan passiert sind und auch Eingebungen, die irgendwie wir hatten und dann haben wir irgendwo angerufen und haben genau die richtige Person am Apparat gehabt oder wir haben irgendwelche Leute getroffen, die dann genau die richtigen waren. Wir saßen an einem Abend dann wirklich kopfschüttelnd zusammen, weil wir gesagt haben, boah, wir hatten heute Morgen keinen wirklichen Plan und wen wir jetzt heute alles getroffen haben und wer hier in dieser Wohnung rumspaziert ist und uns Sachen mitgenommen hat und so, es war einfach total gut. Und von daher, ja, ich habe das immer wieder erlebt, dass Gott wirklich unsere Versorgung ist und trotzdem ist es immer wieder die Herausforderung, wirklich auch zu vertrauen, weil eben nicht am Tag 1 klar ist, wie das alles geht und weil es dieses Step-by-Step ist, in dieser Abhängigkeit mit ihm zu bleiben, sich immer wieder in Gottes Hände zu begeben und ihm alles wirklich hinzulegen und zu vertrauen, dass er sorgt, dass er jeden Tag gibt, was wir brauchen. Und dann natürlich auch das Unsere dazu tun. Das war mein erster Punkt und der zweite ist ein bisschen kürzer, aber ich finde es auch wichtig, denn interessanterweise heißt es ja im Vaterunser nicht, mein tägliches Brot gib mir heute, sondern eben unser tägliches Brot. Bei den ersten Bitten geht es um Gott, um dein Reich, dein Name, dein Wille. Und streng genommen geht es jetzt nicht um mich, sondern um uns. Und ich glaube, dass wenn wir eben bitten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann schließt es auch unsere Nächsten mit ein und auch die Frage, was braucht der andere? Und deswegen glaube ich, dass diese Bitte uns auch lehrt, dass wir füreinander beten und bitten sollen. Und das war bei den frühen Christen ganz normal, das sehen wir an vielen, vielen Stellen in den Briefen. Ich habe mal 2 mitgebracht.
beide Male Paulus, der sagt, Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Oder auch jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Und ich habe einen interessanten Gedanken gehört, der mich noch ein bisschen beschäftigt hat. Nämlich, wenn wir alle dafür beten würden, dass sich Gottes Wille im Leben von anderen erfüllt, dann müssten wir eigentlich streng genommen nicht mehr um unsere eigenen Anliegen bitten, weil ja schon andere sie vor Gott gebracht haben. Und ich hatte dann kurz die Idee, dass ich ein Experiment starten könnte und mal 3 Tage lang irgendwie Gott nur die Anliegen von anderen bringe und nicht meine. Und das habe ich dann aber auch wieder schnell gelassen, weil da habe ich gemerkt, da würde ich mich ja jetzt verbiegen und würde gerade wieder das tun, was ich ja nicht tun wollte, nämlich Gott irgendwas vorenthalten, was in meinem Herzen ist. Aber ich finde trotzdem den Gedanken schön, dass wir von anderen in Gebeten getragen werden. Und diese Bitte, unser tägliches Brot, drückt auch etwas davon aus, denke ich, wie sich Gott unser Miteinander vorstellt. Dass wir eben nicht nur egoistisch auf unsere eigenen Anliegen schauen, sondern dass wir einen weiteren Blick haben und dass wir dem anderen etwas gönnen, dass wir vielleicht auch selbst mal Nachteile in Kauf nehmen, um des anderen willen, dass wir aufmerksam sind und dass wir uns berühren von der Not anderer. Also, wir dürfen Gott unsere Bedürfnisse bringen und wir dürfen und sollen füreinander auch beten. Aber es wäre zu kurz gedacht, wenn wir bei dieser Bitte nur unsere materielle Versorgung oder so ganz praktische Versorgung im Blick hätten. Denn bei dieser Bitte gibt es auch eine geistliche Dimension und die wollen wir uns jetzt zuletzt noch anschauen. Zunächst mal, wenn wir so die Gebete anschauen, die sich im Neuen Testament auch vor allem in den Briefen finden, dann wird da zwar durchaus auch mal für das Wohlergehen des anderen gebetet, aber viel öfter finden wir da Gebete, wo es darum geht, mehr Weisheit, mehr Erkenntnis zu haben, im Glauben zu wachsen. Und ich habe mich dann gefragt, wie viel haben diese Themen in meinen Gebeten Raum? Entweder für mich oder auch wenn ich für andere bete. Wie oft bete ich da dafür, dass ich Gott mehr erkennen kann, dass ich in der Liebe wachsen kann oder dass ich mehr Weisheit bekomme? Zum Zweiten hat Brot im Neuen Testament immer auch eine geistliche Komponente. Und deshalb beten wir mit dieser Bitte eben nicht nur um unsere natürliche Versorgung, sondern auch um unsere geistliche Versorgung. Und ich muss sagen, dass dieser Punkt mich jetzt beim Vorbereiten der Predigt am meisten herausgefordert hat, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich das ist, was ich mit am wenigsten im Blick habe. Ich bringe Gott oft meine Anliegen, aber habe dann nicht so unbedingt diese geistliche Dimension vor Augen. Was heißt das jetzt genau? Ihr kennt wahrscheinlich alle die Stelle, wo Jesus in der Wüste versorgt wurde und nach 40 Tagen, als er gefastet hatte und so richtig Hunger hatte, da ist der Teufel auf ihn zugekommen und hat ihn herausgefordert, Steine in Brot zu verwandeln. Und Jesus hat dann geantwortet, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir brauchen also nicht nur Brot zum Leben, sondern so viel mehr als das, was wir oft vor allem im Blick haben. Und in Johannes 6 finden wir dann nochmal einen Bezug zu der Versorgung der Israeliten in der Wüste. Da sagen nämlich die Leute zu Jesus, damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der, es ist mein Vater, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Jetzt weiter. Herr, sagten sie das zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus ist also das Manna, er ist das Brot vom Himmel, unsere Versorgung und er stillt all unseren Hunger. Durch ihn leben wir. Und ein bisschen platt könnte man statt unser tägliches Brot gib uns heute auch sagen, sowas wie unser tägliches Wort gib uns heute oder auch unseren täglichen Jesus gib uns heute. Was bedeutet das? Es bedeutet letztlich, dass
wir Jesus bitten, uns ein Wort zu schenken, das uns erhält, das uns Leben gibt. Dass er in unsere Situation hineinspricht und dass Jesus in unserem Leben offenbar wird. Und ich denke, dann wird diese Bitte auch so viel größer und weiter, weil es eben um mehr geht als nur um unsere ganz individuelle Versorgung. Denn dann kann sich Gott und sein Reich können sich ausbreiten und es kann auch Hoffnung in die Welt kommen. Wie kann es konkret aussehen, wenn ich eben auch für diese geistliche Dimension bete? Ein paar Beispiele. Ich bete dann vielleicht nicht mehr nur um mehr Kunden für meine Firma, sondern ich bitte Gott, dass er mir ein Wort, eine Vision für meine Firma schenkt. Und plötzlich kommen mir vielleicht noch ganz andere Ideen. Oder ich bitte Gott nicht mehr nur darum, dass ich eine neue Wohnung brauche, sondern ich bitte ihn um ein Wort für diese Zeit der Suche. Und dann kann es sein, dass wir diese Suche vielleicht, dass sie dann ganz anders aussieht. Wir beten dann vielleicht auch nicht mehr nur darum, dass unsere Kinder die Herausforderung XY meistern, sondern wir bitten auch darum, dass Gott uns ein Wort schenkt, eine Zusage aus seinem Wort, die wir über ihn ausbeten können und die in ihrem Leben zum Tragen kommt. Oder wir bitten Gott auch nicht mehr nur um die Veränderung unserer Umstände, sondern wir erlauben ihm, dass er mit seinem Wort in unser Leben hineinsprechen darf, mit seiner Gegenwart kommen darf und dann gegebenenfalls auch uns verändern kann. Wir lassen uns also letztlich von Gott in seine Dimension mit hineinnehmen und wir sehen dann plötzlich so viel mehr als nur unsere unmittelbaren Bedürfnisse. Und wie ich schon gesagt habe, mich fordert dieser Aspekt wirklich heraus, weil ich bringe Gott durchaus meine Bedürfnisse und was ich so brauche, aber ich möchte dann eigentlich schon gerne, dass er auch abliefert und dass er macht. Und ich lasse mir selten ja ein Wort auch für die Situation schenken oder dass ich ihn dann wirklich suche. Und gerade in den letzten beiden Wochen war es so, ich war ziemlich frustriert. Meine Mutter hatte sich bei einem Sturz zwei kleinere Brüche zugezogen und ich musste dann in der Folge zu verschiedenen Ärzten mit ihr. Und absolut keiner dieser Arzttermine ist irgendwie reibungslos verlaufen. Immer gab es irgendwelche Komplikationen, was uns aufgehalten hat. Und wir haben einfach unnötig Zeit verloren. Und gleichzeitig war ich auch noch eigentlich krank. Also ich hätte besser auf meinem Sofa gelegen, als in irgendwelchen Wartezimmern rumzusetzen. Und ich war irgendwann echt frustriert und ich habe Gott gesagt, boah, wo ist denn jetzt deine Versorgung? Das kann doch nicht so schwer sein, dass einmal das auch irgendwie ein bisschen reibungslos verläuft. Und ja, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich mich gefragt, ja, habe ich aber Gott auch mal in dieser Situation gesucht? Habe ich mal angehalten und ihn um sein Wort gebeten? Und was hätte er mir vielleicht gesagt? Und wie wäre ich dann vielleicht auch ganz anders mit der Situation umgegangen? Und wir machen ja auch im Moment den Gebetskurs mit Pete Gregg. Und jetzt diese Woche, wer das Video schon gesehen hat, ging es um das Thema unerhörte Gebete. Und ich kann im Übrigen nur empfehlen, sich die Videos anzuschauen. Die sind wirklich richtig gut und haben so viel Weisheit und gute Inhalte. Und jetzt konkret bei diesem Thema unerhörte Gebete, da fand ich, hat Pete Gregg einen sehr guten Gedanken geäußert. Und zwar, dass oft, wenn Gott unsere Gebete nicht zu erhören scheint, dass wir dann fragen, warum Gott? Warum? Und dass es aber eigentlich, dass die viel bessere Frage wäre, wo bist du, Gott? Dass wir Gott in diesen Situationen suchen. Und ich glaube, genau das ist auch mit dieser geistlichen Dimension gemeint. Wenn wir Gott um sein Wort bitten und bitten, dass er uns offenbar wird, dass Jesus sich offenbart, dann suchen wir ihn, dann haben wir ihn im Blick und eben auch nicht mehr in erster Linie das, was wir meinen, so unbedingt zu brauchen. Und was wir vielleicht auch tatsächlich brauchen. Ja, lasst uns also nicht nur für unsere natürliche Versorgung, sondern auch unsere geistliche beten. Dass wir versorgt worden mit Gott, mit dem Wort Gottes, mit Jesus, dem Brot des Lebens, weil er wirklich in allem offenbar werden soll. Und weil er die Versorgung ist, die uns täglich erhält und die in jeder Situation genug ist. Das Lobpreisteam, komm. Ich komme damit auch schon zum Schluss und fasse einfach nochmal zusammen. Zum einen, wir dürfen Gott wirklich alles bringen, was uns bewegt. Und wir sollen es auch, weil es unsere Abhängigkeit von ihm ausdrückt.
Und dabei dürfen wir dann auch andere im Blick haben und füreinander beten. Und schließlich geht es nicht nur um unsere natürliche Versorgung, sondern auch um unsere geistliche. Dass sich Gottes lebendiges Wort Jesus offenbaren darf. Und vielleicht hatte ich irgendwas in der Predigt besonders angesprochen. Und dann möchte ich dich ermutigen, jetzt in der gleich anschließenden Zeit damit wirklich mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht steckst du auch gerade in einer herausfordernden Situation, wo du Gottes Versorgung dringend brauchst. Und vielleicht fragst du ihn dann und lässt dir ja ein Wort von ihm schenken und fragst ihn, wo sich Jesus da offenbart. Und vielleicht auch, um praktisch zu sein, kannst du dir auch direkt noch einen Reminder mit deinem Handy irgendwie machen für die Mitte der Woche. Und dann einfach auch noch mal kurz innehalten und zu schauen, habe ich das, was ich mir da jetzt vorgenommen habe, habe ich das auch gemacht? Und dann einfach wirklich direkt noch mal mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihn für deine Bedürfnisse zu bitten, für andere zu beten oder auch für diese geistliche Dimension. Und Simon und Melli haben uns heute ein Lied mitgebracht, das heißt Everything. Und im Refrain heißt es da immer wieder, you give me everything. You give me everything I need. Und während wir dieses Lied jetzt hören, uns auch zusingen lassen, lade ich euch ein, einfach nochmal über die Punkte nachzudenken, mit Gott ins Gespräch zu kommen und dann aber auch wirklich im Glauben zu ergreifen, dass Jesus uns alles gibt, was wir brauchen.